Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge Tomb Raider 3. Wahrscheinlich heute auch wieder etwas kürzer als die anderen Folgen oder die nächsten, je nachdem. Ich muss mal gucken, wie lange ich Lust habe. Ich bin heute auf jeden Fall wesentlich fitter als gestern. Deswegen kam gestern auch leider keine Folge, weil ich hatte einen sehr langen Arbeitstag, der sich noch durch eine Verspätung, nochmal verlängert hat. Und daher war ich auch sehr früh im Bett. Was ja dann per se erstmal nicht schlecht ist, aber oha, das war knapp. Und da kommt gleich so ein Typ aus der Ecke, das weiß ich zufällig noch. Ja, was natürlich dann dazu führt, dass ich heute wesentlich fitter bin. So, bitte nicht erschrecken. Okay. Er hat uns ganz kurz berührt, aber wir sind relativ glimpflich davon gekommen. Ist hier noch was? Ach, der ist die ganze Zeit hier in dieser kleinen Bude gehockt. Ich meine, sieht gemütlich aus, aber auch ein bisschen trist. Gut, unser Weg führt uns nach unten. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wo wir überhaupt lang müssen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir runter müssen. Man sieht das hier teilweise echt so schlecht wie... Ich glaube, wir können uns hier einfach an der Kante runterlassen. Wo einfach mal wieder Fußabdrücke in der Luft schweben. Ah, immer dieses... So nah an der Kante dran, ne? Da kann man echt ein bisschen Komplexe bekommen. Ah ja, da unten, da krabbeln, glaube ich, auch von diesen komischen, mutierten Leuten. Also Leute, in Anführungsstrichen. Welche rum? Ach genau, hier können wir uns gleich... Ich glaube, hier können wir uns einfach... Ja, das musste passieren. Da seht ihr ihn. Hallo! Lange keine Bilder mehr gemacht, ne? Guck mal, sieht sogar die Augen mal fast zu. Gut. Also, so macht man das nicht. Ne? Das wollte ich nur mal eben demonstrieren. Ich glaube, wir können uns hier einfach runterlassen. Ne? Das geht. Sieht man ja. Es ist relativ sicher. So, wir könnten... Ich weiß gar nicht, ob wir hier oben, ob das hier oben schon weitergeht oder ob wir erstmal ganz nach unten sollten. Ich glaube, ganz unten... Wobei kommen wir dann überhaupt wieder hoch? Wir gucken erstmal hier rein. Ich meine, wir können ja nochmal speichern. Und dann im Zweifel halt immer nochmal zurückkehren. Hallo, junger Mann. Warte mal. So ist mir das am liebsten. Weil, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind bisher noch nie so sehr von den... verletzt worden, aber ihr seht ja, der spuckt da mit seinem ekligen Atem herum und der ist giftig, also der ist genau wie diese komischen Viecher im Pazifik, vergiftet der Typ uns halt. Und daher ist es immer von Vorteil, sich die möglichst weit vom Leib zu halten. So, finden wir hier irgendwas? Ja, das hat sich ja mega gelohnt, hier herzukommen. Hä, wieso kommen wir hier hin? Das ist ja voll die Verarsche. Da war doch jetzt nichts, oder? Vor allem, wieso können wir von der Seite laufen durchgehend und hier müssen wir jetzt kriechen? Nee, hier ist gar nichts. Der ist einfach hier... Den hätten wir eigentlich leben lassen können, ne? Ich meine, gut, der wird auch wahrscheinlich kein wirklich schönes Leben mehr hier haben, aber trotzdem. Also, ich unterstelle das jetzt einfach, vielleicht hat er ja auch das beste Leben, was er je hatte. Und nur weil ich das von außen betrachtet nicht möchte, so mutieren, vielleicht würde es uns so besser gehen. Ach so, wir müssen ja sowieso runter. Nur eben auf diese Art und Weise, indem wir hier... So, hier muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ja, dass sie die Kante kriegt. Anders wäre ich hier gar nicht runtergekommen.
Ich habe nämlich eben so getan, als hätte ich hier einfach ganz entspannt runterspringen können. Aber dass das nicht geht, haben wir ja bereits gemerkt. Und ich glaube, dass jetzt in der nächsten... Oh, dass sie sich doch noch festhält. So, warte mal, lass uns erstmal eben hier unten den... Genau, den erstmal eben. Ich weiß, es dauert mit denen, aber der ist ja entspannt, ne? Ich meine, den interessiert es überhaupt nicht, dass wir auf den schießen. Der krabbelt nicht weg oder so, der bleibt da einfach ganz gechillt. Der hat ja gar kein Problem mit. Aber auch hier... Huch, der ist auch direkt weg. Hat sich direkt aufgelöst. Oh, das war gut. Der Sprung war gut. Der war so unerwartet gut. So, ich glaube, hier müssen wir dann auch reinkriechen und da geht es dann auch weiter. Also ein Geheimnis weiß ich noch, wo das ist, aber das letzte, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Bin mal gespannt, ob wir hier jetzt zum zweiten oder vielleicht auch dritten kommen, je nachdem. Oh nee, Kollege, auf dich habe ich gerade eigentlich gar keinen Bock. Jo. Nee, ich wollte eigentlich... Achso, das war ihm jetzt, das hat ihm jetzt gereicht, dass er mir da mit seinem Giftatem... Haut er auch so rotzfrech einfach ab, ne? So nach dem Motto, ja, jetzt bin ich hier durch. Ach, guck mal an. Oh, warte mal, war hier... Nee, also in diesem Raum ist definitiv noch ein Geheimnis, das weiß ich. Ach nee, warte mal, das zweite Geheimnis... Wo das im Prinzip ist, weiß ich ja. Ich weiß nur den Zugang dazu nicht. Das ist ja in dem Raum, wo wir mit der Lore durchgefahren sind. Stimmt ja. Und hier haben wir wieder einen Kollegen, also in Anführungsstrichen einen Kollegen, der uns wieder hilft. Da oben ist übrigens das Geheimnis, glaube ich. Wollen wir erstmal hier ins Wasser. Oh, da ist ja noch einer. Aber den können wir ja den Kollegen lassen, ne? Kollege. Achso, der ist schon dabei. Guck mal, da hinten ist auch noch einer. Genau, flambier den mal bitte. Ziemlich cool. Und wenn der die flambiert, dann spucken die auch komischerweise kein Gift. Das ist eigentlich echt super praktisch. Da unten ist eine Rakete, die hätte ich ganz gerne. Ich glaube auch, dass da auch noch mehr liegt für uns. Ich habe natürlich mal wieder gar nicht geguckt, wie ich überhaupt hier rauskomme wieder. Okay, es hat geklappt. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen taktischer vor. Da war die Rakete und da ist aber meines Wissens noch ein anderer Gang. Oder doch nicht? Ich speichere mal hier. Dann tauchen wir einfach mal. Und dann werden wir ja sehen, ob hier noch was ist oder nicht. Nee, hier ist gar nichts. Das war nur die Rakete. Ich meine, ist ja gut. Auch über eine, oder ne, für eine Rakete sind wir dankbar. Oh, hier oben liegt noch was. Ach, genau, die Brechstange, die brauchen wir ja. Die ist ja in dem Raum, wo auch die Loren abfahren, ist ja diese Tür, die haben uns gar noch gar nicht weiter angeguckt. Aber... Dort werden wir diese Brechstange brauchen. Ich würde sagen, wir holen erstmal das Geheimnis. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also das heißt nicht so einfach zu sehen. Und zwar müssen wir hier... Nee, warte mal. Ach, hier sieht man es sogar. Na, erstaunlich. Hier sieht man, dass hier ein kleiner Spalt ist. Ich zeige euch das mal in der alten Ansicht. So, da sieht man zwar, da ist so ein bisschen... Ne? Das ist so ein bisschen diese Kante... Aber dass man da klettern kann, das konnte man damals eigentlich kaum sehen. Hier ist es jetzt gut erkennbar. Genau, und damit können wir dann da zur Nische hinklettern oder hangeln. Ach, warte mal. Nee, das ist nur der Zugang zu einem... Ja, genau, das ist der Zugang zu dem Geheimnis. Das ist die Tür, die wir beim ersten Geheimnis gesehen haben.
Okay, dann weiß ich jetzt aber doch nicht, wo das dann das zweite Geheimnis ist. Tja, wir kommen ja in den Hauptraum immer noch mal zurück und wir kommen ja eigentlich auch noch überall wieder hin. Das heißt, wir müssen uns da jetzt gerade noch gar nicht so die Gedanken machen. Das ist halt auch wieder so typisch, ne? Für diesen Teil, glaube ich, war das, oder haben wir das in anderen Teilen auch schon gehabt, dass wir den Zugang zu einem Geheimnis über eine dritte, also über eine, ja, nicht dritte, über einen anderen Weg gefunden haben. Sag mal, gab es da oben eigentlich auch noch was? Habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt, ne? Hier. Oh, musste heute und gestern total oft niesen. Keine Ahnung, woran das liegt. So, genau, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht so was Besonderes machen, nämlich einfach nur, in Anführungsstrichen, hier über diese Dinger drüber, um dann weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus dahin springen kann. Oh, okay, das hat nicht so gut geklappt. Ah, gerade nicht. Okay, dann müssen wir nämlich erst auf den da irgendwie drauf springen, glaube ich. Oha, gleich direkt richtig gesprungen. Ich frage mich nur. Ja, doch, wir kommen da auf die Kante irgendwie drauf, ne? Da muss man im Zweifel halt auch mal ein bisschen um die Ecke springen. Der Typ, der läuft jetzt hier die ganze Zeit rum und wartet eigentlich nur darauf, dass hier nochmal so von den Typen welche kommen. Oh, das ist aber knapp gewesen. Mann, muss ich jetzt hier oben drauf speichern? So, ich muss hier, glaube ich, sehr nah dran. Also das ist wirklich so eine Zentimetergeschichte. Also hier kommt es auf... Geschafft, so. Ich werde jetzt auch hier nochmal speichern, weil das ist hier natürlich immer mit der Gefahr verbunden, dass man hier runterrutscht. Und das ist ziemlich nervig. Ja, man muss hier manchmal so ein bisschen schräg springen. Am Ende des Tages wollen wir nämlich einfach nur darüber. Aber mit diesem kalten, rutschigen Schnee ist das mal gar nicht so einfach. Oh, das war knapp. Ich hätte, glaube ich, mich nicht festhalten müssen. Aber ist nicht dramatisch. Genau, da hinten waren wir schon, da haben wir geguckt, da hinten noch, da war nichts weiter. Kommen da oben gleich diese komischen Maschinen. Wir kommen nämlich gleich nochmal zu so Schneefördermaschinen, so nenne ich es einfach mal. Keine Ahnung, ob die dafür sind, aber die tragen hier, glaube ich, so ein bisschen das Eis und den Schnee so ein bisschen ab. Ja, ich höre doch schon wieder was. Auf jeden Fall nichts, was uns gut tut. Kann man nicht einfach nur da durchkriechen, denke ich gerade. Jo, das geht. Da machen wir uns also gar keinen Stress. Sollen die doch hier rumbohren? Ich habe doch keinen. Ja, da wird es jetzt wieder laut. Genau, die Dinger meine ich, die hier so ein bisschen in der Luft rumfuchteln. Aber die natürlich gleichzeitig schön tödlich sind. Ich meine, der geht jetzt noch, der macht jetzt gerade mal nichts. Was aber einfach nur an der Position liegt. Aber ihr werdet gleich sehen, wir kommen noch mal einen weiteren vorbei. Und ich glaube, da sind die auf jeden Fall ein bisschen gefährlicher für uns. Da müssen wir ein bisschen schnell sein entsprechend. Ein bisschen taktischer vorgehen, aber das sollten wir gerade noch so hinkriegen. So, am besten nicht direkt reinrennen, das wäre eine gute Idee. Oha, aber es geht. Ich habe übrigens nur noch morgen zu arbeiten. Also wir haben jetzt Dienstagabend, also an dem Abend, an dem die Folge rauskommt, ist es auch aufgenommen. Nee, Montag. Wir haben heute Montag, ne? Aber ich muss mal kurz gucken. Ich bin mit dem Wochenende arbeiten, bin ich so durcheinander. Ja, wir haben Montag, genau. Morgen ist Dienstag. Also die Folge nehme ich Montag auf. Die kommt ja auch heute am Montag raus. Und am Dienstag habe ich da noch eine ganz kurze Schicht. Die fängt auch nicht mehr ganz so früh an wie die letzten beiden Tage.
Also heute und gestern musste ich jeweils so um 5 Uhr irgendwas anfangen, 5.50 Uhr, 5.40 Uhr, glaube ich, gestern. Also am Sonntag, heute um 5.50 Uhr. Und morgen fangen wir erst um 6:45 an. Das ist natürlich dann wesentlich entspannter. Das heißt, dann kann man auch mal ein bisschen länger schlafen. Und ich bin auch gerade nicht so müde wie gestern. Das ist schon mal gut, weil gestern lag ich um diese Zeit schon im Bett. Wir haben es jetzt gerade 20 nach 8. Ich habe zwar dann noch nicht geschlafen, aber ich war halt schon sehr kaputt. Und wollte eigentlich noch ein bisschen an der Switch spielen. Habe ich dann aber auch nicht mehr gemacht, weil, ne, wie gesagt, ich war einfach viel zu müde. Und da oben kommt gleich noch so ein Typ. Und dann habe ich am Mittwoch frei. Und nach dem Mittwoch... Huch. Oh, habe ich keine... Ah, okay, sehr gut. Am Mittwoch habe ich dann frei und am Donnerstag geht dann ja meine Ausbildung los für den einen ICE-Typen. Für die alte Lady. So nenne ich es einfach mal. Oder ich nenne sie auch manchmal liebevoll das Schlachtschiff. Huch! Oh, nein! Wie, hä? Bin ich jetzt... Okay, ich hoffe, das war jetzt richtig. Ich hoffe, ich habe da oben nichts vergessen. Aber ich hatte doch noch angekündigt, dass wir irgendwann aus so einem Ding rausrutschen. Ach, guck mal an. Ja, hallo. Ich frage mich nur gerade, war das jetzt alles so richtig? Vor allen Dingen war das auch richtig, dass ich hier das Ding hier so umgeschlagen habe. Ah doch, wir fahren in die richtige Richtung weiter. Okay. Na gut, wir gucken einfach mal. Wie war das jetzt nochmal? Hier war Bremsen, da war Schlagen und das war ja hier. Okay, dann würde ich sagen, dann holen wir gleich aber auf jeden Fall erstmal das Geheimnis. Also das, was wir dann jetzt holen können. Wir kommen jetzt ja wieder in den Hauptraum rein. Oh, das war knapp. Da habe ich gut reagiert. Das muss ich mir leider wirklich mal zugestehen. Oh. Oh. Bücken. Aua. Aua. Oh, sorry, Lara. Ah, das war... Das hat sicherlich wehgetan. War auch keine böse Absicht. Sind wir gleich endlich da? Ja. Gut, sie hat jetzt ein paar Zähne weniger. Und ein hässliches Faltchen im Gesicht wahrscheinlich, aber wir haben es geschafft. Wir haben die mittlere Reihe auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und wir haben gleich zwei Sachen, die wir machen können. Zuallererst können wir mal da drüben in den Raum rein, wo wir die Brechstange einsetzen müssen. Da drinnen liegt nämlich etwas, was wir benötigen. Die ist leider nur ein Weg, ne? Also das werdet ihr gleich sehen. Sie liegt hier nicht auf dem Boden. Sie ist aber auch nicht mehr im Inventar. Leider, leider. Und hier drinnen findet sich eine kleine, aber feine Bleisäurebatterie. Etwas, was man unbedingt haben sollte. In diesen Bereichen. Warum auch ein ganzer Raum für diese eine Batterie hier geopfert wurde, keine Ahnung. Aber ist mir auch eigentlich egal. So, wir wollen jetzt das Geheimnis noch holen. Das machen wir nämlich als erstes, damit wir das nicht vergessen. Ich bin falsch gelaufen, ne? Wo ist dieses Ding hier eigentlich? Kann ich da oben ran? Ich meine, ich probiere es jetzt nicht aus, aber könnte ich da theoretisch hin? Wahrscheinlich, ne? Oh, und ich hoffe, mir fällt noch ein, wo das letzte Geheimnis dann ist. Wir können ja nochmal, wir haben ja noch ein bisschen zu laufen. Wobei jetzt die letzte Lore uns, glaube ich, nicht nochmal in den Raum hier zurückführt, sondern wir kommen dann schon in den Bereich, wo wir dann auch hin müssen. Um dann langsam zum Ende des Levels zu gelangen, meine ich. Achso, aber wir haben das ja anders gemacht, ne? Wir waren ja hier clever, wir haben das ja mit Griechen gemacht. Ja, hat jetzt gerade auch wieder wunderbar funktioniert.
So, jetzt aber. So, jetzt müssen wir uns ja quasi so weit runter, dass sie in der Luft noch die Füße unten hat. War das so? Mir kommt das irgendwie nicht. Ah, doch, das geht. Okay. Ja, geil. So, ich habe keine Ahnung, ob hier Gegner sind. Tada! Geheimnis Nummer 2. Ist ja Nummer 2, ne? Genau, Nummer 2. Natürlich ist hier ein Gegner. Nein, der ist so lahmarschig. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Im Vergleich zu diesen grünen Echsen, die waren ja doch recht flink. Oh, jetzt hat er es geschafft, zu mir zu kommen. Jetzt ist er tot, der Arme. Naja, mein Mitleid hält sich in Grenzen. So, hier ist es auch wieder ein bisschen düster. Ich mache mal ein bisschen Licht. So, ach so, warte mal, hier gab es ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich das Geheimnis haben wir ja schon, aber es gibt ja hier auch meistens immer noch eine kleine Überraschung. Huch, da wollte sie gerade ganz kurz stehen, dann hat sie sich, oh nee, geht doch nicht. Ist nicht vorgesehen. Muss jetzt mal, oh Mann, kann ich hier nicht einfach drauf? Ah ja, das geht. Siehst du, da liegt ja auch noch was für uns. Das ist ja fast wie Weihnachten hier. So, ein bisschen Muni. Auch noch schöne Munition, die wir gut brauchen können. Und ein Kristall. Ein Traum. Okay, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist hier sonst relativ unspektakulär. Ich hoffe es zumindest. Ich gehe trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Wieso will mir nicht einfallen, wo das letzte Geheimnis ist? Ich meine, ich kann im Zweifel ja nachgucken, ne? Das ist ja jetzt. So wild ist es jetzt nicht. Nee, da oben komme ich auch gar nicht hin. Ist zu schräg. Na gut. Ich glaube, ich gucke einfach gleich mal ganz schnell. Ich mache mal kurz Pause, ob jetzt in einem der beiden Bereiche, wo wir jetzt ja schon waren, ob da das letzte Geheimnis ist oder ob das noch kommt. Dann können wir da ja entsprechend beruhigt sein. Weil ich jetzt hier gerade ganz unten bin bei der ersten Lore, würde ich sagen, mache ich das mal ganz schnell. Ich gucke jetzt, wie gesagt, nur, ob wir die schon übersehen haben oder das Geheimnis schon übersehen haben. Und ansonsten versuche ich natürlich trotzdem nochmal, das selber rauszufinden. Aber bevor wir jetzt hier irgendwie weiter fortschreiten im Level und ich dann wieder laden muss oder so, ne? Ihr versteht das schon, denke ich. Also ja, bis gleich. Okay, es scheint, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich habe jetzt nicht gelesen, wo das dritte Geheimnis ist. Ich habe nur gesehen, dass eben diese Geschichte mit der Tür, mit dem Knopf, was wir jetzt ja gemacht haben, ne, mit dem Knopf die Tür geöffnet, dass das das zweite Geheimnis sein soll. Das heißt, hier ab dem Oberrinde habe ich nur gesehen, stand irgendwo in dem Abschnitt mit Oberer Lore schon irgendwas mit Geheimnis 3. Ich habe keine Ahnung, wo und wann das kommt. Das habe ich natürlich jetzt nicht durchgelesen, weil ich natürlich schon versuchen möchte, das irgendwie selbst zu finden. Aber ja, wie gesagt, im Moment fällt mir das gerade noch nicht ein, aber vielleicht manchmal, wenn man die Umgebung sieht, dann kommt man ja wieder drauf. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch machen dürfen. Ich hasse das mit den Bremsen, ne? Das ist somit das Schlimmste, dass man wirklich den richtigen Moment, wo sie bremst, dann abpassen muss. Oh, das war eine Lampe, okay. Huch. Oh, das war knapp. Ich bleibe einfach mal gebückt, ne? Ich glaube, das ist hier eine ganz gute Idee. Ach so. Ja, gut. Frage wäre jetzt, kommen wir da jetzt nun wieder weiter, wieder zurück oder geht es da noch irgendwo hin? Ich meine, ich versuche jetzt erstmal hier das. Kann ich da irgendwie hoch? Ah ja, jetzt mal die Fackeln. Ich will, glaube ich, gerade mal schnell hier speichern und dann setzen wir uns nochmal in die Lore rein.
Weil hier nämlich eigentlich schon der Grundstein, sage ich jetzt mal, für. Obwohl, warte mal, ich glaube, wir können ja. Ach, scheiße, hab ich gespeichert? Ich habe nicht gespeichert, ne? Fuck, kann ich hier nochmal raus? Oh, habe ich gerade fuck gesagt? Habt ihr nicht gehört, oder? Das war knapp. Ist da unter dem U-Boot vielleicht das Geheimnis? Ich weiß, dass da eine Klappe ist, dass man da rein kann. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das ein Geheimnis ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da erst später rein. Aber wir können ja mal gucken. Was ist hier denn noch? Ich meine, ich weiß, dass wir hier gleich so eine Zeitgeschichte haben. Ich gehe jetzt einfach mal rein, sofern ich nicht sterbe. Nee, hier ist kein Geheimnis. Ach, das ist ja interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier gleich, wenn wir dann zu einem späteren Zeitpunkt das nochmal machen, dass dann dort ein Medipack liegt. Aber okay, dann ist das jetzt hier noch nicht vorgesehen. Das ist ja auch mal hoch interessant. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die eine Sache. Und zwar, wir gucken, dass wir hier nochmal reinsteigen. Und wir schauen jetzt einfach nur, ob wir eigentlich jetzt nur wieder in den Hauptraum zurückkommen oder ob es hier vielleicht noch irgendwo hingeht. Das kann ja auch durchaus sein. Oh. Das war ja cool. Also eigentlich war da nichts cool dran, aber ich sag es trotzdem einfach. Wie sie da so rumjuckelt. Oh, oh, scheiße, da war ich ein bisschen zu spät. Nein! Brems! Nein! Ich habe die falsche gedrückt. Oh Mann! Ach, verdammt. Müssen wir leider nochmal probieren. Ich hätte mal zwischendurch speichern sollen. Hatte ich ja schon mal gemacht, ne? Mal gucken, ob ich es jetzt auch nochmal so hinkriege. Meistens beim zweiten Mal klappt es dann nicht mehr so gut. Ich bin leider auch nicht so talentiert, dass ich mir jetzt jede einzelne Sache, die wir jetzt hier beachten mussten, direkt merken konnte. Kann sie ja nicht hier drin eine Fackel anzünden? Nee, das geht nicht. Hätte ich mit einer Fackel da reingehen können? Das wäre natürlich jetzt nochmal eine Idee. Das war schlagen. Ich verwechsel hier immer gerne mal die Überbremsen, ne? Ja, genau. Oh, das war knapp. Nein! Brems! Oh. Ich weiß, es gehört sich nicht. Aber das Foto war es wert. Oh, ich stehe jetzt jedes Mal hier, ne? Oha, das war jetzt aber knapp. Diese scheiß Steuerung, ich bin da irgendwie mit überfordert. Hier ist Schlagen, das wird doch so schwer nicht sein. Wo, hier geht's runter? Nee, muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen schneller. So. Ja, sehr gut. Oh, in der Luft schon. Habt ihr es gesehen? So, warte mal, jetzt speichern wir. Ich mache hier den gleichen Fehler nicht zweimal. Außer diesen hier. Ah, nee, doch nicht. Haha. Die Sicht ist manchmal auch ein bisschen gemein, ne? Als wenn die das so extra macht, dass man da nicht rechtzeitig sieht, dass sie eben schlagen muss. Ich drücke das jetzt so oft, bis ich das. Nein, sie hat ihn nicht gekriegt. Warum? Ich war doch so gut. Boah, ich bin mindestens genauso beruhigt wie ihr. Wie beim letzten Mal auch schon, dass wir diesen Speicherstand haben. So. Hallo, wieso? Hä, warum trifft sie den nicht? Ich speichere jetzt gleich direkt davor. Weil dieses Gejückel ist jetzt doch ein bisschen nervig.
So, jetzt speichere ich hier nochmal. Direkt da drauf. Sehr geil. So. Ich war einmal zu spät, ne? Warum? Oh, hä? Warte mal, hat es geklappt? Ah, es hat geklappt. Okay, warte mal. Speichern. Wer weiß, vielleicht kommen wir jetzt wieder in so eine Scheißfalle irgendwie rein. Oh. Okay, wir sind tatsächlich einfach nur wieder hier. Ist zwar eine wilde Fahrt gewesen, aber eigentlich hat die uns gar nichts gebracht. Das heißt, wir laden, ich glaube, dieser hier war es, ne? Ja, wir laden diesen Spielstand, beziehungsweise, ja, es ist natürlich schon wieder vorbei, die Zeit. Ich mache aber noch eine Sache. Ich gehe nämlich an die Stelle, wo wir dann das nächste Mal hin müssen. Oh, verdammt, das war so nicht geplant. Aber da kriegen wir hier ganz locker hin. Keine Panik. So, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Ja, ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen. Hat dann sogar diesmal 30 Minuten geklappt mit der Folge, sogar ein bisschen länger. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier dann wahrscheinlich morgen wieder. Morgen habe ich eine kurze Schicht und dann ja danach auch, wie gesagt, frei. Da habe ich dann noch ein bisschen Zeit zum Aufnehmen. Und ja, falls ihr es halt vielleicht erst am Dienstag guckt, dann kommt dann heute irgendwann im Laufe des Tages dann die nächste Folge auch direkt schon. Aber ja, ihr werdet das schon alles mitbekommen. Auf jeden Fall danke und dann habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, was auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao!